Es stinkt im Baumhaus. Früh am Morgen wird Klax von einem entsetzlichen Gestank geweckt. Puh, Cosmo! Du hast bestimmt deine Käsesocke unterm Bett liegen lassen. In einem verwunschenen Park, hoch oben in den Wipfeln einer alten Eiche, liegt Cosmo, das neugierige Eichhörnchen. Wie so oft sitzt es heute vor seinem Baumhaus und blickt über die bunte Wiese